Ich bin jetzt gerade am Überlegen, aber ich glaube, dass ich jetzt tatsächlich wieder 500 gehe. Damit bin ich bei dem nur noch bei 4000, das ist gut. Und jetzt dann quasi auch 4D-Kino wahrscheinlich spare. Gator Run ist defekt, na toll. Okay, 8 Vandalen sind immer noch hier im Park, na toll. Gut, das scheint aber zu funktionieren. Mhm. Das scheint alles noch im Bereich zu sein, den ich in Ordnung finde. Catwurst. Hm, das ist doch auch schön. Da ist auch wieder etwas mehr los bei dem. Also ich denke, dass das... Das funktioniert eigentlich ganz gut hier. Also ich finde echt... Aber ich muss auch sagen, ich finde es halt immer schön, so eine Schiffschaukel hier an dem See zu haben. Das finde ich irgendwie... Das passt dann einfach noch besser. Das Ganze. Gut. Mhm, 300 irgendwas. Okay, letztes habe ich Minus gemacht, aber da habe ich auch ein bisschen Kohle rausgeworfen. Warte mal, hatte ich hier noch irgendwas? Eiscreme, Bubble Tea, Burger, Regenschirme, aha. Gut. Antwort nein, also. Da hatte ich nichts mehr Großartiges. Ja, jemand hat Schiffschock im Radio erwähnt. Das ist sehr schön. Und das hier ist auch sehr schön. Da verdiene ich gutes Plus dadurch dabei. Autofahrt. Achso, na toll. Autofahrt interessiert mich nicht. Brauche ich eigentlich auch nicht so wirklich. Gut. Der hier ist immer noch bei einem stabilen Plus. Das ist schön. Gator Run ist inzwischen auch sehr gut. Ja, Karussell ist in Ordnung. Aber es ist gut, dass ich, also durch meine erhöhten Besucheranzahl ist auch Gateron inzwischen wieder, ist Gateron inzwischen auch etwas beliebter. Das heißt, dass ich damit auch jetzt wahrscheinlich mehr Geld einnehmen werde mit der Bahn. Oh, ja, mit der Schiffschaukel werde ich jetzt gut Geld machen, sehr, sehr gut Geld machen. Das sehe ich jetzt schon. Und die gehen direkt rüber zu den Teetassen, das ist auch schön. Oh, das ist herrlich. Gut. Gut, 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 dann denke ich, dann baue ich gleich mal... Wie gesagt, dann gleich 4D-Kino. Wo packe ich das aber am besten hin? Stelle ich es hier irgendwo auf den See? Ich denke nicht. Wo packe ich das jetzt am besten hin? Ich könnte das tatsächlich hier irgendwie so hinpacken, aber... Also eigentlich finde ich die Idee fast schon lustig, hier das Dick hinzupacken, aber... Gleichzeitig, ich denke tatsächlich, dass ich... Ja, dass ich es hier hinpacken werde. Gut.
Gut, 4,50 einmal. Hoppala. Ich weiß, dass das eventuell eine etwas große Warteschlange für das 4D-Kino ist, aber das ist dann halt jetzt so. Viele Gäste beschweren sich über Müll. Oh. Da muss ich vielleicht hier ein bisschen mehr... Okay, vielleicht baue ich hier vielleicht auch nochmal Bänke hin. Gut, aber ja, dann Mülleimer. Damit habe ich zumindest da wieder ein bisschen mehr gemacht. Ich denke, dass ich dann vielleicht auch weitere Hausmeister einstellen sollte. Oh, und mir ist ein Problemchen aufgefallen, welches ich so bis eben noch nicht bedacht hatte. Ich brauche ja noch einen Pausenraum. Da sollte ich jetzt mal schauen, bis ich 1000 habe und dann soll ich den Pausenraum bauen als nächstes. Das ist, denke ich, echt eine Sache, die wirklich nicht zu verachten wäre, wenn ich das machen würde. Okay, da war mal wieder Pech, was die ganzen Überschneidungen angeht, aber nichtsdestotrotz dürfte ich jetzt wirklich gut Geld machen, wieder. Hoffe ich zumindest. Schock im Radio erwähnt und sowas. Geisterbahn, toll. Geisterbahn interessiert mich nicht. Zumindest nicht jetzt hier in dem Spiel. Gerade. Aber das ist gut. Hier stehen gut Leute an. Das ist sehr schön. Das dürfte doch hoffentlich dazu führen, dass ich da ganz gut, dass ich da wirklich guten Kohle damit mache. Was ist jetzt hier wegen der Sauberkeit? Vielleicht sollte ich... Ah, das könnte natürlich auch ein Grund sein, dass wegen den Vandaleuren. Ich denke, dass ich auch noch mal einen weiteren Träger einstellen sollte. Na komm. Ja, ich weiß, dass das halt Kosten sind alles, aber... Es ist halt quasi wichtig, dass ich das so mache. Okay, jetzt muss ich bis irgendwie Ende Oktober irgendwie auf 500 Besucher kommen. Das ist zumindest das Ziel. Gut. Dafür muss ich zum Beispiel... Dafür muss ich zum Beispiel hier den Park sauberer bekommen. Ess, Hunger, Durst, ja, das kommt auch alles noch. Aber erstmal kommt jetzt hier gleich der Pausenraum. Das dürfte
Das dürfte sich halt auch dann positiv für meinen Park auswirken, denke ich mal. Ja, bisher ist hier noch kein Pausenraum. Jo. Wartungskosten 25 pro Monat, das ist halt so. So, ich habe jetzt zumindest schon mal einen Pausenraum. Ich hoffe, dass dadurch jetzt die... Okay, Karussell wurde im Radio erwähnt. Gut. Ich hoffe, dass dadurch jetzt die Abläufe im Park auch besser klappen. Dass dadurch dann die allgemeine Bewertung dann wieder ansteigt sogar noch. Geisterbahn ist jetzt verfügbar. Das ist schön und gut, aber ich brauche keine Geisterbahn. Das ist natürlich blöd jetzt, dass der defekt ist. Ich brauche eigentlich mehr Besucher irgendwie noch. Das ist so ein bisschen so das Problem gerade. Ruhige Fahrgeschäfte, aufregende Fahrgeschäfte. Mache ich nochmal einen weiteren. Weil die Schiffsschaukel funktioniert ja ganz gut eigentlich. Ja, das ist halt das, was ich mir halt gesagt habe, dass dadurch halt die Sauberkeitsbewertung so mies, so nicht so gut ist, aufgrund von Leuten, die halt das hier kaputt machen. Ich bin jetzt schon Februar jetzt und ich bin immer noch bei 350 Besuchern. Das ist nicht das erwünschte Ziel. Gehälter dabei. Das ist gerade echt nicht so das erwünschte Ziel. Ich denke, ich stelle dich mal auf 3 hoch. Gut. Ich möchte mal einfach schauen, wie das jetzt gerade hier... Oh fuck, das ist jetzt laut geworden. Okay. Dekorationsbewertung. Okay, das ist... So sieht das hier aus. Das geht alles ganz gut klar. Vandalismus. Ja, das sind halt die... Sachen. Und Vandalismus zählt halt zur Sauberkeit, Müll. Ja, das geht eigentlich alles, das geht. Ja, okay, Regenschutz ist natürlich... Gut. Okay. Oh fuck, da kam wieder eine große Lieferung. Weshalb ich da wirklich relativ stark Minus gemacht habe. Gerade ist es nicht so optimal für mich, das ist echt blöd. Ich denke, dass ich den hier nicht auf Gold schaffen werde. Leider. Ein Bus brachte 34 Fans von Karussell, das ist doch schön. 34 Personen mehr im Park. Vielleicht sollte ich den hier mal auf 4 runterdrehen, damit da vielleicht mehr Leute mitfahren. Ja, das sind wahrscheinlich die Freunde, die Fans von Karussell. Der nimmt auch nicht mehr so viel ein. Shit. Wie sieht's hier aus? Auch nicht so
jetzt das Gelbe von Eyelider auch nicht mehr so. Irgendwie habe ich das Gefühl, es fehlt mir so ein bisschen. Okay, Box Autos. Box Autos ist super. Es fehlt mir gerade irgendwie so ein bisschen so das, was die Leute hier tatsächlich in den Park holt. Es ist. Vielleicht können die Boxautos ja gleich was richten. Das wäre ganz schön. Hm. 600 plus gemacht, das ist auch sehr schön. Parkeintritt, ja okay, mit dem Parkeintritt verdiene ich hier nicht das Geld. Ich verdiene hier das Geld über die Fahrpreise. Und auch zu einem gewissen Teil über meine Läden. Boxautos. Gut. Boxautos kostet mich 1000. Gut. Die Dinger hier sind alle zu teuer. Beziehungsweise ich weiß noch nicht, was. Ich wüsste auch nicht so wirklich, was ich damit hier anfangen sollte, um ehrlich zu sein, in dem Park. Geisterbahn. Nee, nicht wirklich was dabei. Gut. Das ist jetzt finanziell nicht so was. Okay. Da habe ich irgendwie schon mehr verdient. Komm, ich warte nochmal, dass vielleicht nochmal ein kleiner Geldschub jetzt. Ja. Gut, dann baue ich jetzt Boxautos. Und ich denke ja, dass ich die hierhin tatsächlich packe. Ja. Ah, fuck. Wieder runter. Das war fies. Das war wirklich fies. Gut. Ich hoffe so dermaßen, dass mich die Boxautos hier ein bisschen rausholen. Okay, sauber. Ja, okay. Die Sauberkeit scheint offenbar sehr stark auf die Erlebnisse zu drücken. Das heißt, dass ich da wahrscheinlich gleich auch nochmal ansetzen sollte bei der Sauberkeit. Alter. Okay, ich habe so das Gefühl, dass dieser Monat nicht optimal für mich wird. Leider. Oh, fuck. Da habe ich gerade ein bisschen das Bein meines Mikros erwischt. Aber mein Mikro steht noch, Gott sei Dank. Gut. Alles in Ordnung. Alles ist safe. Zumindest bei meinem Mikro. Das ist ätzend natürlich. Boah, minus 400. Fuck the shit, ey. Na, das wird hart. Komm, gleicht das zumindest irgendwie wieder aus. Das wäre schön, wenn der das irgendwie wieder ausgleichen würde. Boah. Nicht so ganz. Shit. Aber ich habe jetzt sehr gute Chancen, dass jetzt zumindest in diesem Monat gut Cash gemacht wird. So. Dann verzichte ich jetzt mal da. Komm, 3,50. Ja. Gut, einmal den. Und dann baue ich jetzt nochmal die Warteschlange.
gut. Gut, damit habe ich jetzt die Boxautos auch und ich hoffe einfach mal, dass die gut dafür sorgen, okay, der Jumper, dass die gut dafür sorgen, dass hier noch Leute kommen. Ja, das war quasi verständlich, dass ich da gut, dass ich da relativ viel Minus gemacht habe. Aufgrund dessen, dass ich da eine komplett neue Attraktion gebaut habe. Aber ich bin jetzt bei 406 Besuchern, das ist doch schön. Vor allem ist das schön, wenn ich jetzt noch Geld reinkomme, dass ich den Jumper noch bauen kann. Wie sieht's? Ja, okay. Der macht immer noch guten Gewinn, Gott sei Dank. 410 bin ich jetzt. August, September. August, September, Oktober. Ich befürchte, das sieht nicht so. Das sieht nicht so gut aus, bis ich für Dings. Für Gold. Dafür müsste ich jetzt quasi hier ziemlich schnell noch 90 bis 80 Besucher bekommen, um Gold zu erreichen. Es ist nicht unmöglich, vielleicht wenn der jetzt hier noch schnell den Jumper fertig erforscht hat und ich den bauen kann, dann wäre das eventuell sogar möglich, aber ich setze meine Hoffnung dann nicht allzu hoch an, was das angeht. Gut. Jumper. Vor allem, er kostet halt 1400. Natürlich, eine Gruppe von Vandalen treibt sich im Park herum, das ist nicht so gut. Also es ist nicht unmöglich. Vielleicht kann ich tatsächlich den. Okay, da war Abfall wieder an Geld. Die Vandalen sorgen halt wahrscheinlich auch dafür, dass wieder Leute aus meinem Park verschwinden. Plus halt, dass ich halt Einbrüche in Geld habe. Der Regen macht die ganze Sache natürlich auch nicht besser, logischerweise. So wie immer leider. Gut, ja. Okay, ich könnte den theoretisch da bauen. Die Frage ist, will ich den da bauen? Das ist für mich halt jetzt gerade die Frage dabei. Okay, jetzt kann ich den sowieso nicht mehr bauen. Aber ich denke ja, ich glaube, ich werde den da bauen. Gut, dann baue ich dich mal dahin. Du dahin. Hier. Gut. Hoppala, die Doppala, Ach komm schon, ey, mach doch. Ich möchte endlich den. Komm, mach bitte.
So, erstmal den so. Ich denke, da werde ich dann jetzt nämlich vielleicht einfach nochmal was anderes reinstellen. Gut, damit habe ich hier noch den Jumper jetzt zumindest. Komm, vielleicht. Ich hoffe einfach mal, dass genügend Leute da mitfahren werden. Und dass da... Ja, okay. Nee, ich schaff nicht auf Gold, scheiße. Kein Gold. Mist. Na ja, toll, eine Gruppe von Vandalen, die läuft immer noch im Park rum, na toll, gut. Zufriedenheit, aha. Twister, Ich denke, dass ich den jetzt danach erstmal wieder auf ruhige Fahrgeschäfte umsatte. Karussell ist hier mal ein bisschen wieder okay. Das ist blöd. Ich habe echt Pech. Das ist echt hart, wie viel Pech ich jetzt habe. Sauberkeit und sowas alles, ja, das ist mir durchaus bewusst. Ich weiß sogar, woran das liegt. So, ein Sicherheitspersonal noch weiter, vielleicht am besten zwei. Mechaniker noch weiter. Und noch zwei Putzkräfte. Träger brauche ich nicht, Mechaniker habe ich jetzt vier. Gut, ja, Sicherheitspersonal, 3 Stück. Ich hoffe einfach mal, dass das quasi funktioniert und ausreicht. Hey, 300 bin ich jetzt wieder. Toll. Ich brauche aber 500, nicht 300 Besucher. Verdammt. Okay. Das sieht zwar alles relativ knapp aus, sozusagen, aber... Aber es scheint noch zu funktionieren. Twister baue ich nicht. Ich denke erstmal, dass ich hier mal weiter die Kredite abzahle. Den kleinen Vieh macht ihr auch Mist. Gut. Twister baue ich halt nicht. Es sind immer noch 6 Vandalen im Park. Gut. Eine Gruppe von Vandalen. Yippie. Ich freue mich nicht. Das ist, manchmal ist das echt ein bisschen nervig quasi das Ganze, aber was soll man machen? Ich habe keine andere Wahl, als es so im Grunde zu akzeptieren. Na toll, da haben wohl Vandalen wieder kaputt gemacht Sachen. Klasse. Sie, es sieht nicht gut aus, die Schaukel gerade. Ah, die Titassen bringt tatsächlich Geld ein. Noch nicht viel. Da wurden Sachen von Vandalen kaputt gemacht. Der verdient halt auch immer noch Plus. Das ist halt echt angenehm, dass der halt tatsächlich irgendwie noch Plus verdient. Du hältst dich ganz gut, das ist schön. Ja, der Jumper ist inzwischen ganz gut dabei.
Das ist auch sehr schön. Ja, die Boxautos sind sowieso gut dabei. Die Vandalen haben den Park verlassen, das ist auch gut. Jetzt müssen nur die ganzen Sachen wieder repariert werden, die Vandalen kaputt gemacht haben. Was war das? Das klang irgendwie mal sehr interessant. Gut. Nee. Ich denke, davon sollte ich nichts bauen. Negativnachrichten, na toll. Was soll der Mist? Ich möchte doch nur dieses verdammte Szenario endlich mal abschließen. Gemütliche Einschienenbahn, na toll. Nein, danke, brauche ich nicht. Ui. Oh, ist das zum Katzen. Das ist irgendwie auch ermüdend gerade, das Ganze dadurch. Aber ich mag echt das Gewusel von den Kleinen, wie die hier immer rumlaufen und sowas. Gut. Irgendwas noch. Die sind alle. Die sind alle in Ordnung. Das ist nicht. Nichts ist davon scheiße, aber. Wie viel verdienst du gerade? Okay. 200 du. Wow, in Ordnung. Also, da habe ich zumindest noch plus verdient, obwohl ich 460 Einkauf hatte. Parkentritte 25, aha. Schulungen habe ich ja Gott sei Dank nicht. Kreditgebühren, So, gemütlich einen Schienenbahn brauche ich nicht, interessiert mich auch nicht. Der Twister, ich könnte theoretisch noch einen Twister bauen. Aber ich weiß nicht, ob der mir hier großartig was bringt. Ich schaue einfach mal nach Mitteln. Der würde mich 1500 kosten. 1700. Also theoretisch. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich das Ding irgendwo noch hin klatsche. Aber, ja, aber ich weiß nicht, ob das mir wirklich dementsprechend finanziell was bringt. Ist die Sache dabei. Gut. Nein, du nicht. Ach komm. Zahlen wir mal den auch nochmal wieder zurück. Dann haben wir da wenigstens auch wieder etwas mehr. Gemütliche Einschienenbahn, Yippie, Candy Mountain, Das ist alles zu viel Geld für mich, außerdem habe ich dafür die Objekte nicht. Danke, nein. Ich hoffe, da irgendwie noch auf Flugsimulator oder dergleichen. Das wäre noch ganz schön, aber. Okay.
Also, ich sag mal so, der Park funktioniert ja. Es ist halt nur extrem langsam alles. Das ist so das große Problem gerade hier. Wirklich das große Problem gerade hier. Ich bin gerade am Überlegen, aber ich denke, dass ich eigentlich hier inzwischen auch mal hier hinten in den bauen kann, die Sachen, dann so gut, dann baue ich da noch mal die Wege dann da links, dann haben die auch da hinten besseren Zugang zu denen, da müssen die nicht nach vorne zu den Leuten, Gästen rauslaufen, und der Weg dürfte, glaube ich, sogar auch sogar ein Stückchen kürzer sein. Was kommt hier noch? Flugzeugkarussell. Hey, wenigstens etwas. Ich hoffe, dass das irgendwie ein klein bisschen was an Leute dann in den Park holt, wenn ich das bauen würde. So. Was ist hier jetzt? Mir fehlen echt irgendwie so. Ich habe das Gefühl, dass mir echt so ein bisschen was fehlt, womit ich wirklich vernünftig Cash machen kann. Okay. 86%, das ist ja auch in Ordnung. Solange der kein Minus macht, ist es mir eigentlich relativ schnuppe, so ungefähr. Der ist auch immer noch im positiven Bereich. Im guten positiven Bereich sogar. So langsam wird das beim Jumper auch mehr, das ist schön. Gut. Das ist das, was ich. Ja, okay, Erlebnisse. Da muss ich halt warten, bis ich wieder ein bisschen neue Attraktionen habe, um da quasi vernünftig weitermachen zu können. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich warten. Ja, ich denke, dass ich warte, bis das Flugzeugkarussell fertig ist, obwohl das kostet, glaube ich, nicht so viel. Ich denke, ich könnte jetzt hier schon weiter den Kredit abbezahlen. Damit habe ich jetzt meine monatlichen Gebühren auf 34 gesenkt. Das ist sehr, sehr gut. Gut. Wenn die monatlichen Gebühren auf 34 sind, dann wieder mehr, den ich im Monat verdiene. Sieht doch auch nicht so schlecht aus. Ich habe sogar immer noch Plus gemacht, obwohl ich 500 abgegeben habe. Das ist doch auch sehr schön. Das Flugzeugkarussell ist gleich fertig. Ich denke auch, dass ich das dann bauen werde. Allein schon dafür, dass ich halt damit mehr Attraktionen habe, die mir Geld verschaffen, und dann hoffentlich auch wieder zumindest einen kleinen Besucherzuwachs bekommen werde. Und ich denke, ansonsten werde ich vielleicht echt schauen müssen, dass ich auf diese Mini-Achterbahn spare. Ich hätte nicht erwartet, dass das so lange geht, das Ganze, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte gehofft und gedacht, dass das etwas schneller geht. Gut. 1100, doch teurer als ich erwartet hätte. Mist, egal.
Okay, 400 Einkaufskosten für die Lieferungen. Gut. Kann ich die Lieferkosten ausgleichen mit Verkauf? Das soll die. Die meinst du nicht weiter zu erforschen in diesem Szenario? Okay. Okay. Ich denke, dann mache ich erstmal Läden weiter. Ja, das war nicht. Shit, das war nicht ganz so. Aber 514 waren Einkaufskosten da jetzt noch gewesen. Die 16 andere sind wahrscheinlich auch Reparaturkosten und sowas alles wieder. Ein Bus brachte 33 Fenster und Schiffschaukel. Das ist sehr schön für mich. Okay, gut, da wird gerade geputzt. Wollte da ansonsten schon jemanden hinschicken, der die Toilette macht. Okay, wie sieht's aus ansonsten mit von der finanziellen Lage her? Da habe ich gerade wieder Plus guten bei meinem Läden. Gut. Fahrpreise. Ah, chinesisches Essen. Ich habe wirklich so das Gefühl, früher, dass ich eigentlich mal bald quasi hier hinten irgendwie ein Depot bauen müsste, um da Nahrung und dergleichen hinzubringen. Da ist nichts weiteres. Gut. Ich bin bei 400 Besuchern. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich Flugzeugkarussell bauen sollte oder echt einfach schaue, dass ich hier das hier baue. Ich tendiere gerade echt mehr zum Mini-Loop. Ich spare jetzt auf den Mini-Loop. Das dürfte hoffentlich nicht zu lange dauern, beziehungsweise zu problematisch sein. Das klingt irgendwie komisch. Und ich hoffe, dass ich einerseits durch den Mini-Loop dann weitere Besucher generieren kann und hoffentlich noch eine weitere Attraktion habe, die mir guten Cash bringt. Alter, das Karussell ist. Es verdient halt immer noch. Es ist halt immer noch ein Plus, aber es ist halt nicht sonderlich gut im Plus, ist das Problem. Und ich kriege halt auch keinen vernünftigen Boost hier auf meine Besucher, ey. Oh. Die sind halt wenigstens stabil über 400, so ungefähr. Schon und gut, aber darum kümmere ich mich nicht jetzt. Okay. Da ist wieder eine Abrechnung reingegrätscht. Das ist echt
gerade ist das echt so ein bisschen nervig, weil im Grunde kann ich nichts vernünftig machen, außer abwarten halt. Das ist so ein bisschen so das Problem. Ich muss abwarten und dann... Und dann kann ich was machen. Miniloop war doch... Nee, Miniloop war das nicht, oder? Oder doch, war Miniloop das jetzt oder nicht? 35... Nee. 32, doch, es war Miniloop gewesen. Gut. Ich denke gerade tatsächlich, dass ich Miniloop hier irgendwie auf den See verpflanze. Oder wo könnte ich es denn sonst? What the fucking hell, wieso kann der da zum Teil... Ach so, wegen dem Kettenkarussell. Ah. Okay. Problem verstanden. Immer wieder dasselbe mit dem Mist hier. Gut, ist der die Höhe? Gut, dann... Wenn ich den... Dann brauche ich den mal dahin. Dann ziehe ich mal... Ah ne, sag mir. Das ist ein Witz. Egal, gut. So, ich habe jetzt den Miniloop. Und nein, ich werde den nicht kostenlos machen, definitiv nicht. Das ist immer noch eine Achterbahn. Dann... Komm. 50 zumindest. Gut. Ich hoffe einfach mal, dass der jetzt... Gut. Ich hoffe einfach mal, dass das ausreicht, um da gut das Cash mitzumachen. Fruchtsäfte, gut. Hey, ich bin jetzt bei 400. Wuhu. Ich hab endlich... So, Miniloop zu bauen war offenbar die richtige Entscheidung gewesen. Gut. Dann... denke ich, dass ich hier nochmal... die Flugzeuge baue.
Suppala. Hopp. Also, damit habe ich da jetzt nochmal die Flugzeuge. Und jetzt muss ich halt einfach nur das jetzt über den Zeitraum alles halten. Und das sollte doch eigentlich machbar sein. Der Mini-Loop funktioniert eigentlich ganz gut hier bisher. So. Du bist da auch. Zähle ich mich dann auch nochmal wieder weg. Ich denke, dass ich jetzt die nächsten 500 wieder wegzahle. Gut, jetzt bin ich nur bei 17 Dollar im Monat. Das ist auch ganz gut, das schon mal wieder wegzuhaben. Komm, bring mir noch ein bisschen mehr Cash. Das ist wirklich gut. Und ich verdiene hier jetzt echt sehr, sehr gut, gerade in diesem Monat. Das ist sehr schön. Oh, schade, ich wollte gerade wieder den nächsten Kreditblock quasi wegmachen. Aber das kriege ich auch noch hin. Jetzt bin ich nur noch bei 8,50. Das ist. Also ich sag mal so, das ist nicht so das Schlechteste für mich. Und gleich habe ich den Kredit komplett weg. Das war nicht ganz so das, was ich jetzt geplant hatte. Komm, das kriege ich doch noch hin. Oder? Komm schon, ja. Gut, Kredit nochmal zurückgezahlt. Wuhu, endlich. Da habe ich echt sehr guten Cash gemacht. Also ja, der Mini-Loop und der hier, die haben echt mir sehr, sehr gut nochmal Besuch in den Park gebracht und auch allgemein selber gutes Cash generiert. Das ist sehr schön. Aber egal. Ich habe dieses Szenario jetzt geschafft. Die Folgen sind auch lang genug, die daraus entstanden sind. So, wieder zurück dann auf die Map gehen und schauen, was wir dadurch freigeschaltet haben. Was erwartet uns jetzt hier in den Highlands? Gut, Disaster Park, okay. Ein katastrophaler Freizeitpark, ungepflegt, dreckig und unsicher. Allerdings ist die Lage ganz gut und die vorhandenen Fahrgeschäfte nicht schlecht, wenn sie erst einmal repariert wurden. Na toll. Kannst du diesen Park in ein Prachtstück verwandeln? Ich habe eine Parkbewertung von mindestens 75%, habe eine Sauberkeitsbewertung von mindestens 80%. Das sieht tatsächlich ganz gut aus von den Bildern, die ich da sehe. Habe mindestens 750 Besucher in deinem Park, habe keine offenen Kredite, habe eine Lebenswert von mindestens 70%. Okay, gut. Also, ja. Silica Slopes und Disaster Peaks haben wir dann als nächstes. Der ist echt nicht mehr viel, wir sind schon fast am Ende angekommen. Okay, aber das kommt dann alles erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.